einst die Feinde der Menschheit und der Götter nieder. So, und damit herzlich willkommen zurück bei der nächsten Folge Oblivion. Ich quatsch hier gerade über den Typen drüber, damit er euch nicht auf den Sack geht hier. So, ja, hallo. Meine Güte, was verschafft mir diese Ehre? Ich bin doch nur ein einfacher Prophet. Was wollt ihr von mir? Ach, jetzt bist du auf einmal ein einfacher Prophet. Gerade eben hast du noch so gesagt, wer will das übernehmen? Hier, ich bin's. Euer, keine Ahnung, Gott, der euch weissagt, wenn das nicht jemand übernimmt, werdet ihr alle sterben und was weiß ich nicht alles. Und jetzt auf einmal, oh, ich bin nur noch ein einfacher Prophet. Hallo. Wer sind denn die Acht und Einer? Einst existierten die göttlichen Acht. Dann wurde Tiber Septim zu Talos. Und die Acht wurden Neun. Ich folge dem alten Weg und ehre die Acht, während ich auch Talos Ehre zukommen lasse, dem Aufgestiegenen. Ja, und die Anbetung von Talos wurde ja dann in Himmelsrand verboten. Durch das Kaiserreich, glaube ich, selber. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie da die Story war. Ich weiß nur, irgendwie die Anbetung war verboten. Da gibt es ja auch so einen Prophet in diesen, in Weißlauf, glaube ich, der ja trotzdem die Anbetung von Talos würdigt und so weiter. Und deswegen habe ich mich auch immer für die Sturmmäntel damals in der Schlacht entschieden. Nicht jetzt unbedingt, weil oder sagen wir mal so, die Sturmmäntel, ich mache ja mal ganz kurz Pause jetzt, weil ich da mal kurz ein bisschen drüber erzählen will. Die Sturmmäntel fand ich in dem Sinne unsympathisch, was denen ihre Ansichten angeht, weil die scheren tatsächlich alle über einen Kamm. Das ist schon fast wie so eine Art Nazi-Denken, was die zum Teil haben mit, Skyrim gehört den Nords und so weiter. Das ist ja auch richtig, das sehen ihr Land nun mal. Aber, dass die halt wirklich das gesamte Kaiserreich über einen Kamm scheren, das fand ich richtig scheiße. Genau wie es der Hauptmann der Kaiserlichen am Anfang macht, wo du hingerichtet werden sollst. Du stehst nicht auf der Liste und so weiter und trotzdem sagt die, du gehst zum Block, du wirst trotzdem hingerichtet, ist mir scheißegal. Aber nur durch dieses Individuum alle über einen Kamm zu scheren, ist trotzdem falsch. Deswegen, ich weiß nicht. Die Ansichten vom Kaiserreich finde ich auch in Ordnung. Was die Talmor da zu suchen haben, ist mir völlig ein Rätsel. Die haben da überhaupt nichts verloren. Das sind einfach nur solche richtigen, ich sag jetzt mal Stasi-Schweine, die sich damit einmischen wollen sozusagen, um es mal so zu vergleichen. Also dieses ganze Komplott in Skyrim, das ist schon cool inszeniert. Ich weiß auch nicht, wie das da genau war wegen Talos mehr. Aber ich habe ja jemanden mit, keine Ahnung, 3000 Spielstunden Skyrim in meinen Kommentaren. Der kann mir das doch bestimmt schreiben. So, machen wir mal hier weiter. Wer ist denn Umaril? Er ist der Feind aller, die heute frei auf Tamriels Boden wandeln. Ein Überlebender des alten Volks, der Eileiden-Sklavenhalter, die einst über Cyrodiil herrschten. Er wurde von Pelinal niedergestreckt, doch durch seine Kunst hatte sich Umaril an das Reich seiner Herrin, der Daedra-Fürstin Meridia, gebunden. So wurde er nicht getötet, sondern nur auf den Wassern von Oblivion ausgesetzt. Nun ist er zurückgekehrt, um sich an den Göttern zu rächen, die vor so langer Zeit dabei halfen, seinen Untergang herbeizuführen. Okay, was hat es denn mit diesem Überfall auf die Kapelle an sich? Warte mal, bevor wir das machen. Bedenkt dies, was hier geschah, ist nur der Anfang. Wir gucken uns mal kurz die Kapelle jetzt natürlich an. Was hier passiert ist. Hier sieht man natürlich schon überall Blut. Hier auch. Wir nehmen natürlich gleich mal alles mit. Und hier sieht man schon irgendwelche Runen. Mit Blut geschrieben, um den ganzen Altar, um den Altar zu entweihen. Also der Altar ist einfach auch nicht mehr nutzbar. Das heißt, du kannst ja auch nirgendwo mehr beten, weil der Altar komplett entweiht ist. Okay. Das ist der Überfall auf die Kapelle von Anvil. Hallo Melona. Nur eine Münze. So. Ah. Es ist also wieder jemand gekommen, um das Gefasel des Irren zu hören. Da merkt man aber, dass es ironisch natürlich meint, weil die den als Irren abstempeln. Dies ist nur der Anfang. Umaril ist zurückgekehrt. Wie von Pelinal Weißplanke vorausgesagt, als er im Sterben lag. Umaril? Wer ist denn Umaril? Das hat man ja schon gefragt. Dann, wer ist denn Pelinal Weißplanke? Erinnert sich denn niemand an die alten Sagen? Natürlich nicht. Der heilige Pelinal, der legendäre göttliche Kreuzritter, Gefährte von Alessia, als diese die Herrschaft der Eileiden vor 3000 Jahren stürzte.
Mit Hilfe der Götter kämpfte Pelinal gegen den Eileiden Magierkönig Umaril und erschlug ihn. Aber der Geist von Umaril lebte weiter und nun ist er zurückgekehrt. Also sieht man auch, dass die Eileiden zum Teil tatsächlich sogar bösartig waren. Dass sie deswegen vielleicht untergegangen sind, weil die von gemeinsamer Stärke des Volkes besiegt wurden. Also so könnte es vielleicht sein. Weil wenn der schon Eileidenkönig war und so böshaft, könnte man schon sich vorstellen, dass die anderen auch böse waren. Und dass es sozusagen wahrscheinlich eine Schlacht im Kaiserreich gab damals, vor vielen Jahren oder Äonen sogar schon. So, Umaril, sag mir noch etwas über ihn. Umaril, der ungefederte Magierkönig der Eileiden, der lange Zeit vor dem Aufstieg der Menschheit über dieses Land herrschte. Er wurde von Pelinal Weißplanke niedergestreckt. Aber der Geist von Umaril überlebte und jetzt ist er zurückgekehrt, um an den Göttern Rache zu üben. Ja, sagt mir einfach, wer die Kapelle. So, ja, sagt mir einfach, wer die Kapelle, okay? Begreift ihr denn gar nichts? Das Blut spricht. Ich kann die alten Runen lesen, auch wenn ihr es nicht könnt. Asoyobala Umarile, El Nadarakuvar, in der Eileidensprache, durch die ewige Macht von Umaril sollen die sterblichen Götter niedergeschlagen werden. Ein Fluch auf die alten Feinde von Umaril und eine Drohung. Also, wie können wir denn Umaril aufhalten? Leider. Umaril kann nicht aufgehalten werden. Nicht ohne Hilfe der Götter. Nicht ohne die Reliquien des Kreuzritters. Ohne einen Helden sind den Göttern die Hände gebunden. Aber wer unter uns ist würdig, die Waffen des göttlichen Kreuzritters zu führen? Ich werde nach den Reliquien suchen. Ihr sucht die heilige Ausstattung von Pelinal Weißplanke? Die legendären Reliquien, die von alters her von mächtigen Kriegern gesucht wurden? Ja. Seid ihr des Rittertums würdig? Ich bin Shirogorath. Ich möchte zwar nicht angeben, aber... ich bin der Held von Quatsch. Also dann, seid gegrüßt, Held von Quatsch. Dann will ich in den endlosen Chor der Lobpreisenden mit einstimmen. Sicherlich wird einer unter euren vielen Anhängern euch auf eure Suche nach den Reliquien des Kreuzritters den Weg weisen können. So, die Reliquien des Kreuzritters, was ist denn das? Die Waffen und die Rüstung von Alessias Gefährten Pelinal Weißplanke. Er erhielt sie von den acht Göttlichen. Er ging allein in den Weißgoldturm, forderte den Eileiden-Magier-König Umaril zum Zweikampf heraus und erschlug ihn. Leider wurde Umaril nicht vollends vernichtet, sondern nur jenseits der Grenzen Nirns verbannt. Und jetzt ist er zurückgekehrt, um an den Göttern Rache zu üben, wie von Pelinal selbst vorausgesagt, als dieser im Sterben lag. Das wissen wir schon. Nur ein wahrer Ritter, der die heiligen Reliquien des göttlichen Kreuzritters führt, hat eine Chance, Umaril zu besiegen. Aber bedauerlicherweise für Tamriel sind die Reliquien des Kreuzritters seit langer Zeit verschollen. Wer soll jetzt noch bei der Suche nach den Reliquien Erfolg haben, wo doch die größten Ritter der Legende versagt haben? Ich habe mich gerade bereit erklärt, du schäbiger alter Mann. So, die Suche nach den Reliquien. Kannst du mir jetzt irgendwie mal helfen, anstatt hier immer nur rumzumurksen und alles ist so scheiße? Seid ihr des Rittertums würdig? Ja, immer noch. Ja, ich bin ein würdiger Ritter. Warum bittet ihr mich um Hilfe, wackerer Ritter? Seid... Okay. Bedenkt dies, was ich... Okay, was ist denn jetzt eigentlich diese Quest? Gucken wir mal, die Pilgerer von der Kapelle von Anführer gesprochen. Er behauptet, ein alter Eileid-Magerkönig sei aus dem Jenseits zurückgekehrt, um die Kirche zu zerstören. Und dass nur ein wahrer Ritter, der die Reliquien des legendären Kreuzritters trägt, ihn aufhalten kann. Ich sollte nochmals mit ihm sprechen, um herauszufinden, wie man diese verlorenen Reliquien finden kann. Hier geschah es nur der An. Ich stehe euch zu Diensten. Ein demütiges Werkzeug der Götter. Seid ihr... Ein demütiges Herz ist ein guter Anfang. Die Götter werden entscheiden, ob ihr würdig seid, die Reliquien zu suchen. Hä, und jetzt kommt... Die Götter gewähren jenen Einsicht, die sie für würdig erachten. Warum und wie sie handeln, ist nicht voraussagbar. Ich verstehe nicht. Eines kann ich euch sagen. Ritter, die nach den Reliquien suchen wollten, sind traditionsgemäß auf den Pilgerweg gewandelt.
Besucht die Wegschreine der neun Göttlichen. Betet zu jedem Gott der Reihe nach und bittet um seine Gunst bei eurer Suche. Wenn die Götter euch für würdig erachten, wird euch ein Zeichen gewährt. Geht nun mit dem Segen der Neuen. Okay. Pilgerfort. Wir haben die Wegschreinkarte bekommen. Ich habe mit einem mysteriösen Propheten gesprochen. Ja, ja. Damit ich die Schreine leichter finde, gab er mir eine Karte des Pilgerwegs. Sobald ich einen Wegschrein für jeden der Neuen besucht habe, werde ich eine Vision erhalten, falls ich als würdiger Ritter erachtet werde. Okay. So, das heißt... Die Acht und einer eure Schritte lenken. Okay, danke. So, und jetzt haben wir nämlich die Wegschreinkarte. Und jetzt sehen wir hier so ungefähr auf diesen Karten, wo wir hin müssen. Der Schrein von Arkai ist irgendwo zwischen Quatsch und Anvil. Und zwar, ich kann mir jetzt noch keine Markierungen machen. Da müsste aber hier so ungefähr sein. Gehen wir mal zur Herberge vom Brinalkreuz. Und von hier aus würde ich sagen, einfach mal hier so nach Nordosten. Mal Feuer. Nehmen wir hier natürlich mit. Das ist doch wie geschenkt hier. Einfach geschenkt. So, irgendwo hier so im Nordosten muss das sein. Gucken wir mal. Zwischen Quatsch und Anvil. So, ja, über diesem Huckel hier sozusagen. Vielleicht einfach mal oben auf dem Berg drauf und dann haben wir eine bessere Übersicht. Irgendwas will mich gerade angreifen. Wahrscheinlich ein Wolf oder irgend sowas. Hey, Hilfe, komm. Mach gut. Gar keine Chance mehr, die Viecher, ey. So, was sind wir jetzt? Wir sind schon ziemlich genau an der Stelle. Okay, das heißt, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Nehmen natürlich hier alles mit. Sind nicht für lau hier. Da sehen wir Quatsch. Und was haben wir denn hier? Nee, das ist nicht das Richtige. Das ist nur so ein Eileidenbrunnen. Vielleicht ein bisschen weiter oben. Mal hier mal. Gucken wir uns von hier aus mal um. Gehen wir mal hier auf den Stein. Da haben wir irgendeine Festung. Nee, ich sehe nichts. Ekelhaft. Ach nein, nicht schon wieder. Ach, irgendein Wildschwein. Tricky. Wir gucken gleich nochmal auf die Karte. Tree Level. Jetzt gibt's Eberfleisch. Lecker, lecker. Wir gucken nochmal auf die Karte, oder? Wegscheinkarte. Ein bisschen mehr davor. Warte. Mehr so in die Richtung, warte mal. Also wirklich so mehr westlich jetzt doch. Irgendwo in die Richtung. Oh, hier? Irgendwo ersichtlich? Ekelhaft. Gucken wir hier mal drauf. Muss es gerade jetzt regnen? Mann! Oh, die sind echt schwer zu finden, ey. Muss wirklich so hier an dem Standort sein. Also wir sind eigentlich fast richtig, ne? Vielleicht ein bisschen weiter südlich noch. Mann, muss es jetzt gerade hier so neblig sein? Da ist er! Wir haben ihn. Oh, guck mal, jo, die können gar nicht mehr vor uns wegrennen. So, wir haben den ersten Wegschrein. Zack. So, ich habe am Wegschrein von Arkai gebetet. Das hat uns auch gleich geheilt. So, dann der nächste. Gehen einfach der Reihe nach, würde ich sagen. Ne? So im Uhrzeigersinn so ein bisschen. Mara ist gleich irgendwo bei Skingrad und da wissen wir ja auch, wo der ist. Und zwar... Ne, warte mal. Lager der... Hier beim Lager der fetten Ratte war doch gleich eins. Ist das vielleicht das? Ne, ich glaube nicht.
Das ist, glaube ich, ein anderer hier. Aber dann haben wir den vielleicht trotzdem gleich. Den kenne ich natürlich zur Genüge hier. Welcher ist denn das? Können wir dann vielleicht sogar schon ihn weglassen. Bei dem wissen wir ja hier gleich. Ja. Was bist denn du für einer? Oh, okay, genau den, den wir schon haben. Scheiße. Pfui Teufel, ey, Mann. Ekelhaft. Scheiße, ey, genau den, den wir haben, ey, toll. Von der ganzen Auswahl ist es genau der, ey. Komm, Spiel, verarsch mich doch nicht. So, dann wurde Mara war neben Skinkrad. Ungefähr so bei der verfluchten Mine. Gehen wir da mal fix hin. Hey! Hey! Ah, ich glaube, ich weiß wo. Der ist wirklich hier so hinter der verfluchten Mine. Hier haben wir schon alles. Ah, aber hier noch nicht. Echt, was denn hier los? Hast du das nicht eingesammelt? Ja. Da ist er. Tja, in der Gegend kenne ich mich einfach zu gut aus. War ja auch oft genug hier. Ja, das Zeug noch mitnehmen. So, Mara. Bam. Wir haben Mara fertig. Dann als nächstes. Die Bella ist gleich südlich dieser Stadt. Was war das nochmal für eine Stadt? Scheiße. Korall. Gehen wir von hier aus einfach mal nach Süden und gucken mal, ob wir die vielleicht gleich irgendwie sehen. Oh! Ja. Das sieht sehr nach einem Wegschrein aus, würde ich sagen, ne? Den machen wir doch gleich mal. Ey, komm, das Ding machen wir ja gleich mal. Das mache ich natürlich nicht ohne Waffe. Und sogar mit Langschwert. Sogar mit einem starken Langschwert. Weh, du bist ein Doppeltor, ey. Ich warne dich. Wehe. Oh, Gott sei Dank. Okay. Ist es nicht. So, na dann machen wir mal wieder ein Oblivion-Tor. Ist lange her, wo wir eins gemacht haben. Hallo. Ne? Das ist so dumm, dass die jetzt nicht mehr funktioniert. So, den packen wir weg. Alter, guck dir den Schaden an, den wir hauen, ne? Du merkst einfach diesen Unterschied jetzt. Ne? Wer will mich hier noch angreifen? Es ist so dumm mit den Fallen. Ich will drauf. Nein. Ach ja. Ja, los, renn in die Lava, los. Schön, sauber noch gespiegelt. Jawoll. Ach so, das Ding. Mich nicht. Hallo. Ekelhaft. Keine Chance, Alter. Ist das hart. Man merkt einfach nur die Unterschiede vom Equipment und den Leveln. Ist das krass. Aber gut, das Schwert ist halt auch wirklich... das ist, glaube ich, wirklich das stärkste Schwert jetzt, was es so gibt. An sich vom Grundschaden her. Perfekte Wahnsinnswaffen. So, erstmal wieder ein bisschen hier Zutaten sammeln. Ja, danke. Und. Ja, komm, können wir wieder verkaufen. Da haben wir auch noch was. Was haben wir hier noch? Nee, lass mal. Ich nehme wirklich jetzt gerade mal nur Glassachen mit zum Verkaufen, wenn dann. Ja. Ja, bis das Vieh wieder da ist, bist du tot. Alter. Wir schnetzeln hier durch, das ist ja unglaublich, ey. Hätte ich jetzt selber nicht gedacht, dass das so krass ist. Hab jetzt schon damit gerechnet, dass die Kämpfe einfacher werden, aber so einfach. Jetzt bin ich zu schnell dafür. Hm.
Komm, gehen wir hier einfach mal weiter. Jetzt merkt man wenigstens die Schnelligkeit. Jetzt können wir gut ausweichen mit dem Scheiß. Gehen wir mal wieder zurück hier. Ach komm, wir gehen einfach in den Turm hier rein, gleich. Gib ihm. Hallo Freunde, ich bin wieder da. Habt ihr mich vermisst? Jo, du hast mich doch vermisst. Der kommt nicht mal zum Angreifen, ne. Geil. Schön, schön. Oh Mann. Es ist so gut, ey. Wir sind echt schnell unterwegs. Egal jetzt, ob mit schwerer oder leichter Rüstung. Ach, diese ganzen Scheißtore, jo. Komm, wir springen mal ins nach unten. Oh, Level up, ja nice. Alter, keine Chance, ne? Keine Chance. Und dass wir so viel HP gerade verloren haben, liegt nur daran, dass die ein Gift auf uns eingesetzt haben. Ja, wodurch du weniger HP hast. Deswegen sieht das gerade so wenig aus. So, was haben wir hier? Ja, Valkinas, keine Chance, ey. Ja, gehen weg. Das weg. Alter, ist das gut, ey. Keine Chance. Genau, das ist selber. Free Devil. Ich glaube, wir sind ein kleines bisschen stärker geworden. Auch nur so ein ganz kleines bisschen. Kann sogar den Zauber hier spammen, ey. Free Devil. So, gucken wir erstmal hier unten. Hier gibt's ein bisschen Loot. Jo, Papadino. Tschüss. Alter, das ist so hart, ey. Krass. Und wir haben unseren Skill immer noch nicht auf 100. Schockschaden wurde widerstanden. Tschüss. Geil. Und wir haben echt noch einen Teil, zum Teil, großen Teil nicht mal irgendwie magisch oder sowas, dass wir jetzt irgendwie effektiver im Kampf oder so sind, sag ich jetzt mal. Gar nichts. Einfach nichts davon. Ich glaube, hier geht's doch weiter nach oben dann, ne? Zum Siegelstein. Keine Chance. Alter, einfach nur vernichtet, ey. Jetzt wieder Loot. Nehme ich. Haben wir noch. Gold. Ja, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Ich will jetzt nicht die ganze Tore aufmachen, das bringt doch nichts. Wozu? Ja, keinen Sinn. Oh, hallo Papadino. Keine Chance mehr auf dieser Schwierigkeit. Also wir metzen hier wirklich durch. Wie gesagt, das ist halt das, was ich wirklich mag. Ja, die Kämpfe fühlen sich jetzt relativ leicht hier an. Aber so will ich es auch haben. Man, ich will, dass man merkt, dass du stärker geworden bist. Was wir hier zum Teil manchmal für Probleme hatten mit Gegnern, die zu killen und so weiter. Also, krass. So, gleiches Spiel wie immer. Kurz der Ausdauer voll. So, einmal speichern.
kriegen wir vielleicht einen schönen Ring der Lebenskraft. Ich will ja nicht zu viel verlangen, aber... Oh, Heilbrunnen, alles klar. Dann können wir ja einfach durchschnetzeln, wir brauchen nicht mal verteidigen. Ja, wo seid ihr? Alle da oben irgendwie. Ja, kommt, beeilt euch mal. Mein Heilbrunnen ist schon wieder abgelaufen. Weg. Ja, aber auf sich selber, wunderbar. Und er hat sich selber gekillt. Wunderbar, bester Mann. Der auch. Der hatte sich auch selber mit dem Zauber getroffen. Alter, dieses Spiegeln ist so gut, ey. Ja, wo ist denn dein Machinatier? Was ist denn der? Hallo? Hä, wo ist denn der? Ist der wieder unsichtbar oder was? Wo hat er den jetzt beschworen? Nicht hier oben. Hä? Okay, ich sehe den gerade nicht. Da unten ist er. Ach, die kleine Drecksau. Ekelhaft. Toll, der hat eine große Halskette der See, dass er unter Wasser atmen kann. Mensch, hier in Oblivion gibt es aber auch richtig viel Wasser, ey. Da ist es schon ganz gut, dass du unter Wasser atmen kannst. Finde ich schon wichtig. Dass er, wenn er ein bisschen in der Lava rumschwimmt, dass er dann noch ein bisschen atmen kann. Dass er Gott sei Dank in der Lava nicht ertrinkt. Ach, komm, ey, echt jetzt. Bei Dingen wäre es vielleicht ein großer Seelenstein gewesen oder so, hätte ich auch noch gesagt, ja, komm, nehme ich. Aber Junge, das war ja wieder mal der oberste Witz, der Loot. Zum Glück brauchen wir jetzt nicht mehr lange hier. Alter, was hat der für ein Schwert? Nee, der hat sich irgendwie 50 Millionen Tränke reingehauen. Holy shit. Was ist denn hier los? Ja, zieh erstmal dein Schwert. Nee, hier, Stab des Weltens. Holy shit, ey, das zieht hier einfach alles ab. Okay. Der hat sich auch wieder selber getroffen. Die haben keine Chance, ey. Krass. So muss es sein. Alter, das kann doch nicht dein fucking Ernst sein. Ey, wir haben 61 Glück. Wir haben einen Boost von 11 Punkten. Dass Loot und so weiter höher berechnet wird. Und es ist einfach nichts drin. Alter, Freunde. Das ist doch lächerlich. Oh nein, da hat wieder irgendeine magische Waffe. Das ist zumindest keine Attribute ab. Stab der Mutter. Naja, was war's denn? Oh, okay, Lebensenergie abzubilden. Oh, hallo, Papa Dino. Hä, Dino hat ihn beschworen? Was? Okay, du krasser Dude, Alter. Recht und Recht. Der tankt doch ziemlich gut, ey, für einen Zauberer. Not bad. Der hat sich einfach alles reingekriegt. So, kann da jetzt bitte mal irgendwas Nützliches drin sein? Bitte. Das ist doch nicht mehr fucking ernst. Ey, du wirst ja wirklich verarscht gerade. Was? Jetzt gucke ich gleich direkt rein. Jetzt reicht's mir, ey. Also nach 3 Versuchen, hier so verarscht zu werden, bevor ich jetzt wieder die ganzen Scheißkämpfe mache. Also irgendwann reicht's mal. Alter. Ja, ja. Ah, tschüss. So, zeig mal her. Okay, großer Seelenstein, komm. Nehme ich. Ist okay. Die hat ein Schild. Hä? Seit wann haben die ein Schild? Ach, die war beschworen. Hey! Alter, auch wieder 50 Millionen Tränke hier, der Typ. Die ist selbst bei so einem großen Seelenstein, sage ich nicht nein jetzt dazu. Weil er einfach gut ist. Seid ihr wieder runtergesprungen oder was? Ja. Punk.
schneller als du. Gib mir deinen Stab. Aber Junge, was war das denn jetzt mit den Kisten, ey? Das war ja mal wirklich lächerlich. Ey, hier ist doch irgendwo einer. Da! Sag mal, bist du einfach nur blind oder was? Brauchst du eine Brille? Ja, eindeutig. Lässt sich auch einfach noch abschlachten. Der hat einfach schon aufgegeben gehabt. Der hat gehofft, dass ich ihn nicht sehe. So. Gleiches Spiel. Zack. So. Nope, brauchen wir nicht. Ne, brauchen wir nicht. Ne. Gib mir doch den 20%. Komm, hübsch mal auf. Wir haben jetzt einfach schon ein Level ab. So, aber jetzt zur ursprünglichen Aufgabe. Pilgerschreine suchen. Einfach mal zwischendurch gemacht. Achso, ja. Die Bella. Einfach direkt südlich von Coral. Mann, ich will immer wieder mit Escape oder so da raus, aber es geht nicht. Südlich von Coral. Also hier einfach durch das Oblivion-Tor durch. Irgendwo hier, da ist er doch. Der war auch relativ schnell zu finden. Alter, wie hoch wir einfach noch springen. Junge, das ist einfach nur Bugs Bunny hier. Guck dir das an. Was ist denn hier los? Ekelhaft. Doch, raue Wildstling. Endlich gibt's wieder Pilzpfanne. Ekelhaft. Nix für mich. So. Wegschneiden von Dibella. So. Dann, da ist schon wieder ein Oblivion-Tor. Ne, lass mal. Wir haben was Wichtigeres zu tun. Akatosh ist auch gleich wieder südlich von Bruma. Es ist mir ein Vergnügen. Alter! Kann ich euch helfen? Deine Arme! Dein armes Gesicht, ey! Wie wurdest du denn misshandelt? Wiedersehen. Tschüss. Geschicktes Pferd. Könnte ich jetzt klauen, mache ich aber nicht. So. Ja, irgendwie südlich von hier, aber bevor ich da runter springe, will ich vielleicht gucken, ob ich das irgendwie von hier oben sehe. Da ist er. Ekelhaft. Hey! Pfui, Teufel. Oh. Sind wir jetzt tot? Nee, aber fast. So, Akatosh. Dann. Das läuft ja gerade wieder am Schlafen hier. Oh, Julianus. Obwohl, nee, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Julianus, glaube ich, weiß ich, wo der ist. Und zwar, den hat man auch schon mal gesehen. Nämlich hier bei der Quellhöhle. War da ziemlich in der Nähe. Hier hat man ja nämlich auch eine echt gute Sicht hier. Es ist. Ihr seid es. Der Held von Quatsch, das ist wirklich eine Ehre. Ja, ich bin es. Sprecht, Bürger. Ich bin kein Bürger, ich bin der Held von Quatsch. Weiter. Wie das Gras hier mal aufploppt, ich finde das so geil. Ich glaube, das war hier in der Richtung mehr. Oh nein, welche Schlammkrabbe will mich jetzt wieder angreifen? Nein, es ist sogar ein Wildschwein.
Was ist hier los? Und Löwe! Mitten auf der Straße hier. Gibt's ja gar nicht. Löwe und Wildschwein arbeiten zusammen. Kennt man. So, das ist nur wieder so ein Eileidenbrunnen. Jetzt muss ich doch nochmal drauf gucken. Ah, den hatten wir auch aufgedeckt, das will ich noch. Direkt hier an der Kreuzung, hinter dieser Biegung. Ach nee, hier unten ist das, ne? Das ist da unten. Ja, ah nee, okay, dann ist das nicht der. Ah, hier war doch auch irgendwie einer in der Nähe. Bin ich mir ziemlich sicher. Ekelhaft. Okay, gehen wir mal südlich. Sammeln wir. Oh, sammeln wir. 80 Gold, warum nicht? Nehme ich sehr gerne geschenkt. Ein bisschen Lavendel. Och, da ist noch einer. Beide zusammen auf Patrouille. So, warte mal. Ja, wir müssen noch ein bisschen einfach einen Weg folgen. Passt auf, ihr Rehe! Euer Untergang kommt! Nummer eins! So, Nummer zwei. Haha! Ich bin einfach zu gut! So, und Nummer drei. Oh, hier noch mehr! Jawohl! Nummer 3. Nummer 4. Gleich einfach gebratenes Wildbret. So, wo sind die anderen? Zwei waren es da noch. Wo seid ihr hin? Ich finde euch. So weit weg könnt ihr nicht sein. Da seid ihr doch. Und? Ah, schade, knapp. Wieder knapp. Oh, hallo. So geht's natürlich auch. Nummer 5. Und Nummer 6. Alter, wie gut. Nice. Wir sind schon fast da. Okay, hier irgendwo in der Pampa ist das. Das... Wieder so ein Eileitenbrunnen. Man muss Bethesda halt wirklich lassen. Also die haben sich sehr viel Mühe mit Skyrim und auch Oblivion gegeben, was einfach nur die Fülle der Welt angeht. Also du hast hier wirklich richtig viel zu tun zum Aufdecken von irgendwelchen Dungeons und einfach nur wie die Welt hier so inszeniert ist. Wie so hier ein bisschen die Wälder aussehen, sage ich jetzt mal. Ist schon cool gemacht. In Skyrim wird es teilweise manchmal ein bisschen trostlos. Wir haben es im Übrigen gefunden. Gerade weil halt vieles dort sehr grau ist. Aber das liegt immer einfach daran, dass das hoch im Norden liegt. Deswegen kann man das jetzt nicht so erwarten. Was mich interessieren würde, ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das genau war. Die Welt mit der Wüste hier, wo diese riesen Wüste in der Mitte ist. Das würde mich voll interessieren. Ich bin tatsächlich so einer, der mag Wüste und sowas tatsächlich. Ich finde Wüste einfach noch mega geil. So, wir brauchen noch vier. Talos, Kinaret, Zenithar. Zenithar ist gleich über Bravil. Machen wir den erstmal. Und von dort aus können wir auch den anderen dann noch machen. Warte, und zwar... Ja, wir müssen eigentlich nur der Straße folgen. Und dann haben wir den schon. Da ist er doch schon. Okay.
Okay, dann haben wir den hier auch. Zack. Zenithal. Oh. Alter, was? Einfach mit zwei Hits weg. So, Talos war ja noch ein bisschen weiter nördlich jetzt von hier, ne? Ja, einfach ein bisschen der Straße folgen und dann gucken wir mal hier irgendwie so. Der wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu finden, weil das so offen in der Pampa rumliegt. Was? Hä? Da stand gerade da, Laton ist bewusstlos. Ach jo. Hä? Was ist hier los? Du Ratte. Hä? Hallo, Laton? Ich bin Laton, Knappe von Sir Roderick von Wegrast. Wir befinden uns auf der heiligen Suche nach den Reliquien des Kreuzritters. Oh. Also seid ihr Kollegen? Wer ist denn Sir Roderick? Sir Roderick ist ein berühmter Ritter aus Wegrast in Hochfels. Er ist zu bescheiden, es euch selbst zu erzählen. Doch im Krieg von Bendermark war er ein Held. Bendermark? Das weiß ich überhaupt nicht. Hat Wegrast diesen Krieg nicht verloren? Nun ja, doch Sir Roderick gewann trotzdem viele Schlachten. Ich bin sicher, mit mehr Rittern wie ihm hätten wir die Nord geschlagen. Okay. Ja, ich kenne die Story nicht. Reliquien des Kreuzritters. Ihr habt doch gewiss die Geschichten über die Suche nach den Reliquien des Kreuzritters gehört. Na klar. Nur ein wahrer Ritter kann sie finden oder gar nutzen. Wenn jemand Erfolg haben kann, du hast den anderen Untertitel. Sir Roderick. Nein, ich. Das ist nämlich mein Spiel. Lebt wohl. Ja, du auch, danke. Ja, wo ist denn Sir Roderick, hä? Da ist ein Oblivion-Tor. Hallo, Rodi? Da muss doch hier irgendwo sein. Nee, Echt jetzt? Ich folg den einfach mal. Vielleicht führen die mich zum nächsten Wegschrein. Kann ja sein. Hallo, du fetter Minotaurus. Oh ja, der hält schon gut aus. Ekelhaft. Aber leider nicht gut genug. Okay, weg mit ihm. Hol ich ihn hier noch ein? Das ist jetzt die Frage. Oh, da ist ein Wegschrein. Hey, sag mir bitte nicht, das ist der Wegschrein von Talos. Mehr könnt ihr also nicht? Ach, guck mal, die kämpfen hier auch schon wieder. Jetzt. Alter, der hat eine volle Detra-Rüstung. Jetzt etwa an. Du bist doch Sir Roderick. Ja, der hat eine volle Detra-Rüstung hier. Schön, dass wir uns treffen, Wanderer. Habt ihr den Ruf des Propheten vernommen? Folgt ihr dem Weg des Pilgers? Ja. So wie ich. Vielleicht können wir zusammenreisen, solange unsere Wege gleich verlaufen. Pilgerwort. Ich bin dem Ruf des Propheten gefolgt, den Glauben zu verteidigen. Nur ein wahrer Ritter im Besitz der Reliquien des Kreuzritters kann das Böse aufhalten, das uns nun bedroht. Ich folge dem Weg des Pilgers, wie die fahrenden Ritter in alten Zeiten. Ich würde mich unterwegs über eure Gesellschaft freuen, falls ihr in meine Richtung geht. Ja, mal gucken. Wenn ihr auch schnell genug lauft. Der Segen der Neuen begleite euch auf eurer Mission. Alter. Vielleicht kreuzen sich unsere Pfade erneut. Was ist denn hier los? Was ist denn hier? Alter, nur wie eine Tauchen. Na gut, das ist ein Schwächerer. Tschüss. Schwert ganz verbessert. Und noch ein paar Pilze. Okay, hier haben wir noch einen Wegschrein. Ist das vielleicht der von Talos? Ja. Lieber Septim, alias Talos. Seid gegrüßt, Ritter.
Ihr sucht meine Reliquien mit einem wackeren Herzen. Oh, ich hab schon alle fertig. Okay. Eure Gebete haben mich aus meinem endlosen Traum geweckt. Oder vielleicht seid ihr in meinen Traum eingedrungen und ich schlafe noch. Ich glaube, andere haben manchmal mit mir gesprochen. Andere wie ihr, aber mein Gedächtnis lässt nach. Vielleicht kamen die anderen ja auch nach euch. Eure Not muss groß sein, dass die Götter es uns erlauben, miteinander zu sprechen. Hat Umaril der Verfluchte einen Weg zurückgefunden? Der grässlichste einer üblen Rasse. 1000 Flüche auf seinen unheiligen Namen. Ich dachte, ich hätte gesiegt, aber ich hätte es wissen müssen. Die Sklaventreiber sind eine durchtriebene Rasse. Umaril fand einen Weg, dem Tod zu entkommen, im Gegensatz zu mir. Wenn ihr nach meinen Reliquien suchen wollt, so weiß ich... wenig, was euch eine Hilfe wäre. Alles, was nach meinem Tod geschah, ist wie ein Nebel, den mein Verstand nicht durchdringen kann. Meine Freunde bauten einen Schrein an der Stelle, an der ich starb, wo die Elfen mich in einem Schlussakt der Rache quälen. Ich kann euch zeigen, wo er einmal stand. Vielleicht ist er noch dort. Lebt wohl, Ritter. Mögen euch die Götter die Macht gewähren, Umaril endgültig zu vernichten, was ich nicht geschafft habe. Okay, vielen Dank. Das war ein schöner Ausblick, ey. Nach meiner Pilgerfahrt zu den Wegschreinen hatte ich eine Vision von göttlichen Kreuzritter Pelinal Weißplanke. Er offenbarte mir den Ort seines verlorenen Schreins. Dort sollte ich meine Suche nach den Reliquien des Kreuzritters beginnen. Okay. Also hat er schon die Wegschreine berechnet, die ich noch gar nicht hatte, sozusagen. Oder die ich schon hatte. Dann würde ich sagen... gucken wir doch mal, wo das ist. Unter Wasser. Kann man eigentlich von hier aus auch hinlaufen. Oh, ich erinnere mich wirklich so gar nicht mehr an die Quest gerade. Hallo. Ah, wieder ein paar Pflanzen gerettet. Alter, wie viele Minotauren hier sind. Holy shit. Ekelhaft. Na gut, der Schildschlag tut bei denen gar nichts. Vielleicht für eine Sekunde betäuben oder so. Ha! Lustig! Da ist ein Einhorn. Hallo. Hallo. Das juckt es einfach gar nicht. Das steht einfach nur rum. Ich versteck mich hinter dir. Hihi. Ach, aber mich greifst du an, du Drecksvieh. Na, warte, ey. Klar. Ich darf mich nicht verteidigen. Ich darf mich nur töten lassen, ne? Das haben wir doch gleich, mein Fräulein. Du spinnst wohl, ey. Oh nein, ist ein Horn. Ist auf jeden Fall ein Questgegenstand. Spinnst wohl, ey. Wisst ihr, ich werde hier angegriffen. Da macht das Vieh überhaupt nichts. Das stört den Vieh einen Scheiß. Weil Einhörner sind ja reine Wesen und so weiter. Und die wollen ja hier, dass nicht gekämpft wird in ihrer Nähe und so weiter. Ja, aber anstatt mich zu verteidigen. Ich esse ein bisschen Gras und so weiter. Ach, hier wird jemand angegriffen. Und sobald ich nur mein Schwert zücke, um mich zu verteidigen, geht's aber los. Da wird das Vieh aggressiv.
Obwohl ich noch nicht mal angegriffen habe in dem Moment, sondern einfach nur die Waffe gezogen habe. Was? Geht ja überhaupt nicht. Der Minotaurus tötet ihn hier und der will sich verteidigen. Was ist denn da los? Geht ja gar nicht, mein Freund. Och. Hallo. So. Yersin. Ja, da muss ich bestimmt dieses Horn hier hinbringen. Bärenpelz da bringen. Okay. Gerufen von der Beute. Der Hase duckt sich vor dem Maul des Fuchses. Vielleicht werde ich euch in Anspruch nehmen, Sterblicher. Euch zu meinem Vergnügen auf die Jagd schicken. In Harkane Grove gibt es Beute, die die Jagd wert ist. Das sagenumwobene Einhorn lebt dort, wild und frei. Bringt mir das Horn der Kreatur, Sterblicher, wenn ihr den Mut habt. Nee, hab ich nicht. Ja, Jäger, reicht euer Opfer dar. Habt ihr das Fleisch gekostet? Und das Blut getrunken? Nein. Ihr solltet nichts der erlegten Beute verschwenden. Ihr gefällt mir, Jäger. Nehmt mein Zeichen und tragt es in Ehren. Dann nehmt eure Beute und flüstert meinen Namen. Das war einfach. Verbunden mich mit der Haut des Retters. Zeig mal her. Leichte Rüstung mal hier stehen. Ist einfach nur eine Rüstung, ne? Hm. Sogar eine relativ starke Rüstung, wenn ich das gerade mal so sehe. Was soll die Panzerung jetzt gerade angeht? Und 25% Magie widerstehen. Das sieht ziemlich scheiße aus. Warte mal, ich repariere mal beides. Und guck einfach mal. Hm, scheint wirklich so wie als Glasrüstung zu zählen. Ja, 12 Panzerungen, genau wie eine Glasrüstung. Ja, komm, zieh mal an. Magie widerstehen ist schon geil. Hallo, Freunde. Na, wie geht's euch? Ah, ihr seid ekelhaft. Okay, Entschuldigung. Ja, ich weiß immer nicht, was mein Charakter ekelhaft findet und was nicht. Ja, alles widerlich. Hm, war schon klar. Ist schon sehr ekelhaft hier. Ich will jetzt gerade hier auf dem Weg wirklich nichts aufdecken. Schon wieder Löwe hier. Krass, wir sind aber voll mit Löwen. Wir hatten den ganzen Zoo hier rausgelassen. Ha! Oh nein! Flucht! Nee, ich flüchte. Schleimkrabben sind mir zu gefährlich. Vergiss es. Mach ich nicht. Guck dir die an, wie aggressiv die einfach nur sind. Nee. Ich habe auch schon gegen Schleimkrabben gekämpft. Die waren gefährlicher als alles andere. So dumm, ey. War da noch irgendwo eine? Endboss. Wo bist du? Hallo? Hey, ich hatte hier doch noch irgendwo eine gesehen. Wo ist denn dieser Endboss hier? Keine Ahnung. Na gut. Schwimmen wir mal nach draußen. Und suchen mal diesen Schrein. Muss irgendwo hier sein. Ja, noch ein bisschen weiter draußen. So, hier irgendwo. Da. Da geht's rein. Muscheln. Ein paar Perlen. Oh, schon voll mit Zombies hier. Fürchterlicher Zombies. Wow, 17 Gold. Übertreib mal. Aber Welkensteine gibt's hier wieder.
Schädel ablegen. Oh ja, du hast mich schon gesehen. Ist mir egal. Ich sack hier erstmal ein. Bonk. Nein! Bitte schieß mich nicht mit eins ab. Und mit anderen Zaubern, die ich blocke oder widerstehe. Steine, her damit. Wie geht's denn hier weiter? Ist hier vielleicht irgendwo hier ein Heimweg, eine Taste oder irgend sowas? Interessant. Dergleichen. Hä? Hä, warte mal, da vorne habe ich doch gerade was gesehen. Doch die Mauer hier muss irgendwie aufgehen. Aber wie? Hallo? Ach ja. Ja, genau richtig geöffnet. Genau in dem Moment, wo sein Vieh gestorben ist. Die klingen aber wie so ein Hund. Stab der Abtrennung. Nein! Skelett mit Stahlwaffen! Oh, wie schlimm! Und mit dem silbernen Claymore. Ja, krass! Ach, du wieder. Ja, ja, benutz mal deinen Eiszauber auf mir. Ekelhaft. Ja, mein Freund. Auch ihr seid kein Problem mehr. Nice. Ja, ich glaube, wir haben echt gute Magieresistenzen gerade. Mit dem Blocken und dem Widerstehen. Da also kommt wirklich wenig ans Bein. Oh nein! Skelett mit Silberzeug. Unser Level abmachen, ne? So, hier geht's weiter. Der Schrein des Kreuzritters. Okay. Alter. Wir schnetzen die hier übelst weg, ey. Das sind schon Champions hier. Keine Chance. Chance. Krass, ey. Oh, was haben wir denn hier? Hallo, Sir Amiel. Ich habe den Leichnam von Sir Amiel gefunden, der offenbar vor Jahrhunderten bei der Suche nach dem Schrein des Kreuzritters starb. Vielleicht finde ich bei ihm Hinweise, die mir helfen, bei der Suche nach den Reliquien des Kreuzritters mehr Erfolg zu haben als er. Ring von Sir Amiel. Machen wir mit. Tagebuch von Sir Amiel. Sir Amiel war Mitglied eines heiligen Ordens namens Ritter der Neuen, der sich der Suche nach den Reliquien des Kreuzritters gewidmet hatte. Seinem Tagebuch konnte ich die Lage des ehemaligen Hauptsitzes entnehmen, der Priorei der Neuen, auf der Westebene. Sobald ich den Helm aus dem Schrein des Kreuzritters geborgen habe, sollte ich mich zur alten Priorei begeben. Findet sich der Helm des Kreuzritters im Pelinatsschrein. Okay. Schild der Ritter der Neuen. Nehmen wir mal mit. Und hier haben wir... Feinstahl-Langschwert. Warte mal, das ist doch auch so cool verziert. Ja. Sieht auch mega nice aus. Da ist der Helm. Da müssen wir irgendwie hin. Okay. Das heb ich mal auf, das Schwert. Einfach nur, dass wir von allen Waffen mal irgendwie eine haben. Unmöglich. Achso, nee, damit kann ich das... Ja, das ist ein Schlüssel hier. Okay, gehen wir erstmal hier hin. Oh, hallo. Ah, oh, das ist ekelhaft, okay. Oh nein, der hat mich hingeworfen. Und mich verstummen lassen. Oh nein. Wie schrecklich. Oh, okay.
Hier ist nicht so viel Weg. Nein, wieder einer mit Stahlpfeilen. Und den magischen Bogen. Wie kann ich sagen, dass es magischer Bogen ist und keine magischen Pfeile? Weil Skelette niemals magische Pfeile hatten. Ja, wenn dann den magischen Bogen. Vanua, nee, da wollen wir ja noch nicht hin. Wir wollen doch irgendwie den Händler haben. Warte mal, kann ich vielleicht ein bisschen tricksen hier? Ja, das kriegen wir doch bestimmt hin hier, hä? Ja, verstummt sich selber. Wunderbar. Tja, jetzt. Und er kann trotzdem zaubern, ne? Es ist so dumm. Er ist gestummt und er zaubert trotzdem. So. Hab's geschafft. Ich hab einen Helm gefunden. Helm des Kreuzritters. Ich hab den Helm des Kreuzritters zurückerlangt, den ersten Teil der Reliquien. Jetzt, wo ich den Helm gefunden habe, sollte ich mich zur Priorei der Neuen begeben und nachsehen, ob sich der Brustharnisch des Kreuzritters immer noch dort befindet. Von dem hier. So, lass mich. Oh nein, der hat wieder diesen. Oh gut, hat sich aber gekillt. Schwertkampf verbessert. Der hat wieder diesen hier, genau, diesen Stab. Der deine Resistenzen senkt. Das ist schon mies, ey. Und jetzt soll ich hier raus. Wie es aussieht. Haha, daneben. Three Devil. Boah, ekelhaft. Das ist alles so widerlich hier. Wir brauchen mal das hier. Three Devil. Okay, wir warten jetzt mal ganz kurz, bis uns Ausdauer sich auffüllt. Oder weißt du was? Komm, hier. Gib ihm. Hier, der Typ ist auch gerade wieder verstummt und er zaubert ohne Ende. Also, es ist. Gegner verstummen ist so lächerlich, einfach nur. Tschüss. Reliquienschrein. Wow. Was für ein Reliquienschrein. Da war ja voll der Überschitt an Loot drin, ey. So, ist mal wieder voll. Sau, die gönnen ja richtig. So, jetzt sind wir wieder hier, okay. Oh, hier ist noch ein Weltkernstein. Das hier haben wir alles schon. Gut. Ah, und hier ist wieder der Ausgang. Gut. Zeig mal kurz Helm des Kreuzritters. Was hat er denn für einen Effekt? Festigen Wiederherstellung, festigen Persönlichkeit. Wahnsinn, wenn ich mir so einen Helm aufsetze, werde ich auf einmal viel sympathischer. So, wieder raus hier. So, wo müssen wir als nächstes hin? Da. Gehen wir doch mal zum Schlüsselbeinlager und dann beenden wir dort unsere Folge. Aber vorher machen wir natürlich hier noch. Erbärmlich. Ja, du bist erbärmlich. Tut mir leid. Ich mach deinem Leiden schon ein Ende. Bitte schön. Komm in Vergnügen. Bitte nehmen Sie meine Dienste wieder in Anspruch. Okay, da haben wir schon wieder ein Obliventor in der Richtung. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag schon mal bis zur nächsten Folge. Tschüss!